Hinter diesen Tänzen liegt jede Menge Arbeit. Die 200 Schüler des Ballettzentrums Jonsa sind heute besonders aufgeregt. Denn ihre Generalprobe wird zeigen, wie gut sie vorbereitet sind für die große Aufführung am Samstag im Mönchengladbacher Stadttheater. Eine Stunde bevor es auf die Bühne geht, ist die Nervosität groß hinter den Kulissen. Rund 200 Schüler der Ballettschule stehen heute auf der Bühne. Das reicht von groß bis klein, von 5 bis 60 Jahre. Mit dabei sind auch Janna und Nina. Die beiden jungen Frauen haben die Hauptrollen im Stück Der Zauberladen. Schon in der Maske ist Nina ein wenig aufgeregt. Ja, vom Spitzentanz ehrlich gesagt, weil da kann immer ein bisschen was schief gehen, ob man umknickt oder so bei der Drehung dann was. Aber ja, viel. Also wir sind schon die ganze Zeit dabei, uns zu schminken und viel Aufregung. Und ist ja heute ein ganz langer Tag mit der Generalprobe. Ein langer Tag wird es auch für die ganz Kleinen. Sie haben einen eigenen Raum für die Vorbereitungen. Hier werden sie zurechtgemacht als Pudel, Soldat oder Katze. Und natürlich können die Mädels auch jetzt nicht stillstehen. Schon hier gibt es die Probe vor der Probe. An diesem Tag sind auch die Eltern gefragt. Sie helfen den Kindern dabei, die Kostüme anzuziehen, die richtige Frisur hinzubekommen und natürlich muss das Make-up auch sitzen. Nee, als Eltern einfach nur hingehen und zugucken ist nicht. Es macht schon Spaß, die Vorbereitungen mitzuerleben, helfende Hand zu sein, die Aufregung der Kinder versuchen ein bisschen zu lindern. Es ist schon ein ganz schöner Hummelhaufen hier heute. Also das macht einfach Spaß. Es ist eine Leidenschaft, die man auch nachgehen möchte. Und es macht einfach Spaß, wenn man hier immer die Freunde sieht und mit denen immer Partnertanz machen kann. Das ist einfach schön. Balletttanzen, das ist uncool. Das sagen und denken zumindest viele Jungs. Meistens hat es eine Ballettschule schwer, männliche Tänzer zu finden. Die 12 Jungs, die heute hier auftreten werden, haben aber viel Spaß an der Sache. Ja, wir arbeiten schon dran, so ganz hart, weil so, ja, man erzählt immer, Jungs, das ist kein Ballett, das ist nicht cool, man macht Fußball, Junge darf doch keinen Tanz lernen, sondern muss immer kicken. Ne? Und jetzt durch auch Geschwister und Eltern, die unterstützen so ein Hobby, sind so ein paar zu uns gekommen. Und meine Schwester tanzt Ballett und dann hat sie mal gesagt, ich soll das auch mal probieren und jetzt tanze ich seit 3 Jahren. Auf der Bühne, letzte Handgriffe. Viel Kulisse wird nicht benötigt. Schließlich braucht man viel Platz für die Tänzer. Und man braucht das richtige Licht. Schon seit Stunden sind die Techniker dabei, für die vielen Positionen die passende Beleuchtung zu finden. Zieh ihn mal bitte ein, mach ihn auf 30. Brigitte Jonsa will dieses Jahr etwas ganz Besonderes auf eine ganz besondere Bühne bringen. Seit 25 Jahren gibt es ihre Tanzschule schon. Für dieses Jubiläum gönnt sie sich und ihren Schülern einen Auftritt im Stadttheater. Das muss extra mehrere Tage angemietet werden. Ja, wir sind jetzt mit fast ganze Ballettschule da. Sind wir fast 200 Jugendliche, Kinder, Erwachsene zusammen. Und wir haben lange Monate für das Projekt geübt, probiert und haben uns ganz toll vorbereitet. Und jetzt, weil wir ein Jubiläumsjahr haben mit 25 Jahren, dann haben wir gesagt, okay, das möchten wir gerne auf der großen Bühne, Theaterbühne aufführen. Zu der Musik von Rossini tanzen die Schüler den Zauberladen. Danach folgt Vivaldis 4 Jahreszeiten. An diesem Samstag gibt es insgesamt 2 Vorstellungen. Um 15 Uhr und um 18.30 Uhr. Karten bekommt man im Ballettzentrum Jonsa oder an der Abendkasse des Stadttheaters.